Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute ist endlich der Tag, wo ich mal wieder Video aufnehme. Ja, wo ich wirklich ein Video aufnehme, weil die letzten zwei Videos, die jetzt auf YouTube sind, die habe ich ja nur noch gestern geschnitten, weil ich gestern die Schnitt-App dann halt holen konnte. Aber habe ich schon 2 Wochen oder so davor aufgenommen, konnte ich dann halt bloß nicht schneiden. Aber heute kann ich endlich mal wieder ein Video aufnehmen und davor auch schon zocken. Und ja, heute wieder Room Smash am Start. Und das haben wir ja bei der letzten Folge gemacht. Und wir gucken heute das an und das an. Und dann möchte ich dann rumstehen und sagen, let's go mit dem Video. Easy go. Okay, na dann wollen wir mal wieder am ersten Raum hier anfangen und drück mal drauf, ne? Okay, hier gibt es nur zwei. Ich gucke erstmal nochmal, was das hier. Okay, hier gibt es auch zwei. Da muss ich vielleicht noch ein anderes Spiel so reinschneiden oder so, weil ein ganzes Video wird das hier nicht ganz. Okay, dann gucken wir erstmal das an. Das sieht ja aus wie so eine Atombombe oder so, was von oben halt so runterkommt. Das könnt ihr mir gut vorstellen. Probieren wir das mal aus. Ein Laser. Ja, okay, wie so ein Laser sieht das eigentlich nicht aus. Da würde ich vielleicht ein bisschen dünner machen. Den Laser würde ich gerne mal ausprobieren. Bei den vielen Leuten hier unten. Weil da wird es bestimmt richtig abgehen. 3, 2, 1. Ja, der Laser macht schon Spaß. Hier oben macht er bestimmt noch mehr Spaß. Von hier oben sogar, ja moin. Also, ich würde auch gern mal ohne Zeitlupe machen. Ich kann es ja mal ganz kurz austesten. Nicht mehr ganz genau. Also das weiß ich noch hier, da kann man sich bewegen und so. Gut, dann war das hier erstmal das Erste. Dann tun wir mal wieder die Bar machen fürs Nächste und gucken mal, was das ist. Das sieht aus wie so ein Tornado oder ja, wie so ein Tornado. Das passt ja hier bei der Bar, weil ja hier viel Flaschen stehen. Okay, dann würde ich das einfach mal hier hinterwerfen. Let's go. So, da leckt es gar nicht mehr. Ich bin beeindruckt. Okay, und hier ist es wahrscheinlich einfach zu schwer. Na, dann mache ich das mal hier bei dem Laden. Aber innen drin. Also tue ich hier mal kurz einbrechen. Und jetzt tue ich mal ein paar mehr. Oh mein Gott. So, Leute, sorry für die Unterbrechung. Machen wir es jetzt nochmal. So, also nochmal einbrechen. So, und jetzt das. Ne, oder? Nicht das. Oh nein, das bricht ja schon alles zusammen. Na egal. Nochmal. Ja. Ja. Würde ich jetzt nicht immer nehmen. Digga, wie das hier hinten rumlegt, ey. Aber ist schon. Es macht schon Bock. Das zu zocken. Okay, so, also jetzt hier haben wir alles. Das sieht ja aus, auch so wie so ein Atomkern. Hier ist ja auch alles so wie geschaffen, was es noch nicht gibt. Beziehungsweise das schwarze Loch. Ja, okay. Okay, aber jetzt machen wir mit dem letzten hier weiter, mit der Blüte. Das sieht aus wie so ein Komet oder so, der von oben kommt.
Gucken wir mal, passt ja hier gleich. Gucken wir mal. Landet er hier? Hä? Hey, ist das ein Stein? Oh nee, oder? Das ist ein Stein. Als ob. Ja, okay, ne? Es ist halt so. Zum Beispiel für so einen Raum macht es halt Spaß. Weil man da halt so Einbrechen spielen kann. Aber, ja gut, ne? Stein ist halt jetzt nicht ganz... Oh mein Gott, da habe ich auch eine gute Idee. Guck ich mal hier. Was soll der Stein hier schon machen, ne? Der wird nie umfallen. Hat niemand gehört? Ja, okay. Geht das hier denn auch irgendwann kaputt? Man hat auf jeden Fall wirklich unendlich. Okay, dann hier das letzte. Gucken wir mal, was das ist. Das sieht aus wie so ein Erdbeben oder so. Gucken wir mal. Ja. Ja, okay, bei den Menschen wird es nicht so viel bringen. Dann mache ich das mal. Hier bei der Bar. Oh mein Gott, die Bar ist einfach dafür vorhergesehen. 3, 2, 1, go! Oh ja. Ja, okay, ist ein leichtes Erdbeben. Nein, leicht. Ja, okay, wenn es ein schweres Erdbeben wäre, dann wäre es erstens ein bisschen länger. Und zweitens würden die auch umfallen. Ja, okay, das letzte war jetzt nicht ganz so spektakulär, muss ich wirklich sagen. Ich mache jetzt noch einmal hier. Weil hier könnte es auch nochmal gut sein. Und spielen natürlich auch wieder einbrechen. So. Und was wollte ich? Ach so, das Erdbeben. Und so. 3, 2, Zeitlupe. 1, go. Noch eins. Das Gerüst ist wahrscheinlich stabil. Ja, okay, jetzt gibt's aber schon. Oder? Machen wir direkt. Ja, okay, jetzt gibt's. Und ciao. Ja, okay. Ja, okay, die letzten. Nein. Da war der Stein noch besser. Das Erdbeben ist ein bisschen langweilig. Ein letzter Raum haben wir noch, da müssen wir es auch noch ausprobieren. Und zwar hier. Machen wir nochmal. Ja, gut. Okay, dann war's das von Room Smash. Mehr gibt's hier nicht. Hier haben wir alles durch bei der letzten. Ja, bei der letzten Folge. Hier haben wir auch alles durch. Hier haben wir das vorhin gemacht. Und das haben wir jetzt gerade eben gemacht. Ich würde jetzt noch, glaube ich, ein Spiel, aber ein anderes Spiel spielen. Und zwar heißt das hier Solar Smash. Ich muss mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, gucke ich einfach, ob was anderes klappt. Genau, und dann sehen wir uns in Solar Smash. Let's go! So, Leute. Also einmal ganz kurz zusammengefasst, falls ihr das Spiel gar nicht kennt. Also wir haben hier eine Erde. Und das alles kostenlos übrigens. Also wir haben hier eine Erde. 7 Billiarden, glaube ich. Ja, 7 Milliarden, 7 Billionen wäre viel zu wenig. 7 Milliarden Menschen leben und 0 Millionen oder so, keine Ahnung, sind noch nicht gestorben. Aber ihr seht hier schon, gleich werden schon ein paar sterben. Also ich habe ein paar YouTube-Videos schon gesehen, aber auch nur, na ein paar, zwei. Es kam ja auch irgendwas wie Neues dazu oder so. Das kenne ich noch gar nicht hier. Die 3. Hier. Na, wir müssen einfach mal ausprobieren. Machen wir von vorne. Okay. Man kann hier unten auch solche Einstellungen machen. Wie viel der Aufprall soll. Wir machen aber erstmal normal. So, machen wir einfach mal. Warte, machen wir mal hier bei der Sonne. Hier. Schießen wir einfach mal hier drauf. Let's go. Zeitlupe gibt es ja auch, aber ich habe jetzt ganz normal gemacht. Ihr seht schon,
Das war nur ein Komet. Leute, schaut euch das an. 237 Millionen oder so. Oder ja, keine Ahnung, sind schon gestorben. Also, an dem. Und dabei war das noch nur die erste Stufe. Ja, dann machen wir mal hier die die volle Stufe, ne? Hier 10. Und hier 5. So. Oh mein Gott. Tschüss, Erde. Oh mein Gott. Junge, ich hab gedacht, irgendwie eine Viertel Erde ist down, Digga. Ich meine das doch nicht ernst mit der Tschüss, Erde. Es sind halt wirklich 0 Leute leben noch. Als ob. Oh mein Gott. Okay, hier unten kann man die Erde auch respawnen. Und hier kann man auch die verschiedenen Erden machen. Okay, dann würde ich das hier, also das heute hier noch machen, das auch noch heute und das bei der nächsten Folge dann hier. Und da gucken wir dann auch noch den Rest an. So, hier sind wahrscheinlich jetzt einfach mehrere Kometen. Die ich mir jetzt auch nicht ganz... Ja. Lol, ist einfach niemand gestorben. Ist das ein Bug? Ah, jetzt. Keine Ahnung, vielleicht hatten wir einfach mega Glück gehabt oder so. Ja, gut. Lassen wir mal, ne? Ist nicht so schlecht. Okay, dann machen wir das hier. Und das sieht mir schon anders krass aus. Also das... Irgendwie sieht mir so aus, als ob die Erde gar nicht überleben kann. Weil jetzt kommt der Mond. Oh mein Gott. Boots. Als ob. Junge, wie stark. Digga. Die bohrt sich einfach bis zum Erdkern. Hier ist einfach so ein riesiges Loch in der Erde. Hier innen ist schon der Erdkern und es leben einfach noch 5 Milliarden Menschen hier, moin. Gut, dann hier, das sieht mir schon eher nach einem schwarzen Loch aus. Gucken wir mal, ob das wirklich ein schwarzes Loch ist. Nur ich einfach mal hier hin. Boom. Ja, das ist ein schwarzes Loch. Gucken wir mal, ob hier auch Leute sterben. Theoretisch schon. Oder? Ein bisschen leckt es auch noch. Also, ein bisschen. Das leckt auch noch hier, aber. Es liegt halt einfach dran, weil ich hier auf meinem Laptop aufnehme, weißt du? Ist auf jeden Fall ziemlich groß. Okay, machen wir weiter mit dem Gewitter. So, ich habe jetzt nochmal die Erde respawned. Und jetzt machen wir von der ersten Leiste hier das erste komplett fertig. Und das Gewitter sieht halt auch schon wieder zu krank hier unten aus. Und so ein Weltraumgewitter, gibt es das überhaupt? Gucken wir jetzt mal, wie das aussieht. Junge, reicht auch. Es leben noch 6 Milliarden Menschen hier. Ja, klar. Und was wär's, wenn wir jetzt 2 hier hinmachen? Ja, okay, direkt down. Erdkern wurde erreicht. Ja, okay, das Gewitter. Oh, wir haben eine Trophäe, lol. Also das Gewitter ist auch mega, mega, mega stark. Ey, das sieht ja schon wie eine... Auf jeden Fall nicht mehr wie eine Erde aus. So, dann haben wir hier alles durch. Ich muss sagen, es war schon mega stark. Am besten hier, also am liebsten war mir der Komet. Dann machen wir jetzt weiter mit der Rakete. Das sieht mir auch alles mega geil aus. Darauf bin ich gespannt, weil das sieht aus wie so Atombomben. Und das gibt es ja auch in Real Life. Aber gucken wir erstmal, was das ist. Das sind wie solche Alien-Kanonen, sag ich jetzt mal. Oder Alien-Maschinen. Ganz, sag ich jetzt mal.
Ja, okay, kann man nicht mehr einstellen oder so. Ist lame, finde ich. Ist nicht so gut. Okay, dann probieren wir hier die Atombombe mal aus. Ich glaube, es ist noch ziemlich schwach. Okay, 5 sind das schon mal. Auch diese Atompilz hier. Also, nee, die Wellen hier weg. Dann machen wir jetzt mal hier komplett. Mal sehen, wie viel das geht. Bis 100. Lassen aber trotzdem mal ein Geschwindigkeit da. Und schießen wir mal daneben drauf. Noch von. Das sieht. Sieht ja aus wie so ein Muffin oder so mit Streuseln. Aber Leute, das war jetzt nur mal die erste Stufe. Ich habe die Erde jetzt nochmal respawned. Und ja, ich schieße jetzt einfach mal mit vollen Karacho da drauf. Also mit 5, oder? Mit 5 müsste das theoretisch sein. Guck ich mal. 100 habe ich schon. Und dann machen wir hier mal 5. Zwei. Ja, das müsste schon 5 dann sein. So, jetzt habe ich hier alles komplett voll eingestellt bei den Atomraketen und jetzt würde ich sagen, ciao, Erde. Oh mein Gott. Ich sehe schon jetzt, wie mein Game abstürzt. Oh mein Gott, ey, komm. Wir müssen dann nochmal eine Atomrakete machen. Okay. Die Zahlen sinken. Ja, okay. Was war das denn noch? Wow, wir sind fast durch die Erde durch. Durch der Erde durch, ja. Okay, dann machen wir aber eine mal. Eine Atomrakete. Und gucken mal, wie viel das schon ausrichtet. Let's go. Dieser Atompilz hier, Alter. Was wäre noch geil wäre, wenn das sich so ein bisschen ausbreiten würde, wie bei dem Atompilz halt. Dann machen wir jetzt aber erstmal mit dem nächsten weiter. Und sowas ähnliches wie ein Laser oder so, aber auch irgendwie wie eine Bombe. Also wir können jetzt mal hier hingucken. Ja, okay, ich sag mal, wie so eine Atombombe, bloß ein bisschen schwächer, wie eine Atombombe. Aber man kann halt viele davon. Ja, okay. Man kann auch auf die Sonne schießen, zeige ich euch dann noch. Machen wir jetzt aber erstmal mit dem nächsten weiter. Also das war jetzt einfach ja, wie so eine kleine, naja, kleine Bombe. So eine Bombe halt. Machen wir jetzt mal mit dem Laser weiter. Ist doch der Laser, oder? Ja. Der Laser ist natürlich auch mega wichtig, weil damit kann man dann auch die komplette Erde halt durchschneiden. Aber jetzt ist er noch auf schwacher. Also jetzt ist er noch sehr schwach. Man kann nämlich hier auch die Farbe auswählen, aber orange lasse ich jetzt einfach mal. Und wir machen jetzt hier auch mal auf komplette Geschwindigkeit 5 und schneiden die Erde durch. Let's go. Wir brauchen nur 2 Schnitte. Eins. Oder doch 3. Die Erde ist ja groß. Oder 4. Mal von der anderen Seite oder gucken wir mal von. Sieht aus wie so ein Pigman. Aber es leben noch Leute. Es leben noch welche. Hey, das wäre nice, wenn wir das einfach so in der Mitte durchschneiden könnten. Es leben. Ja, okay, jetzt lebt keiner mehr. Schade. Schneiden aber trotzdem nochmal durch. Ja. Ey, das sieht ja aus wie so ein Sandwich, Digga. Ja, okay. Dann machen wir jetzt aber erstmal mit dem nächsten weiter. Okay, das nächste ist auch. Ich sag einfach nichts. Wir probieren einfach aus, was das ist.
die spawnen, also die explodieren nicht. Jetzt müssten ja zwei da sein, genau. Und wir machen jetzt einfach mal ganz viele hier in so ein Loch rein. Man denkt zwar, die explodieren, aber Leute, ihr seht ja hier schon, die explodieren nicht. Das ist wie so ein Dynamit, was der Zündschnur vergessen hat und man muss es dann irgendwie anzünden oder so von weit weg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt mit dem Laser hier. 3, 2, 1. Man könnte jetzt denken, ganze Erde down, aber es sind 20 Millionen gestorben. Also die ganze Erde ist schon mal nicht down und mein Spiel laggt mega. Es war aber auch eine Riesenexplosion. Für die Riesenexplosion müsste die Erde eigentlich auch richtig beschädigt sein. Aber es war wahrscheinlich nur im Inneren. Wir können jetzt auch mal sehen, wie das aussieht. Okay, solche Riesenexplosionen, ja, sind nicht so gut. Also das sollte nicht in Real Life passieren. Guckt euch das Loch an. Guckt euch das riesige Loch an. Als ob. Okay, hier bei dem waren wir jetzt. Dann machen wir jetzt für heute mit dem letzten weiter. Und ja, genau. Mal sehen, was das ist. Das sieht auch wie so eine Rakete aus. Wie so eine stärkere Rakete als das hier. Sag mal so. Und wir machen natürlich neu, weil, ja, natürlich müssen wir immer neu machen. Sonst wäre es ja unfair für die Erde. Und man kann nämlich auch mehrere Erden machen oder ein System-Smash. Das ist jetzt Planet-Smash. Oder ein System-Smash von der von dem Sonnensystem. Machen wir jetzt aber erstmal für heute das letzte und gucken, was das ist. Auf Wasser drauf schießen ist langweilig. Gucken wir mal. Sorry, das ist so leckt, ey. Schießen wir hier drauf. Und gucken, was das ist. Ey, das sieht schon so geil aus. Und? Hä? Ist es niemand gestorben? Hä? Es muss ein Bug sein, weil man sieht ja, wie hier was eingebrochen ist. Und ja, naja, so stark ist das Ding eigentlich nicht. Was ist denn das jetzt hier? Ja, es sieht eigentlich nicht so stark. Ja, Leute, mein Game ist abgestürzt und eigentlich ist die Rakete mega stark. Also hier seht ihr schon, man kann auch ein System-Smash machen. Aber wir machen erstmal mit dem Planeten weiter. Mit dem Planeten Erde. Und ja, wie gesagt, es ist eigentlich eine mega harte Rakete, wo man fast die halbe Erde durchmachen kann. Ich zeige es euch nochmal. Ich sag, mein Game ist gerade abgestürzt. Machen wir nochmal. Hier drauf. Let's go. Ja, okay, jetzt sind auch ein paar Leute stumm. Genau. Genau, das tut nämlich hier nochmal Energie sammeln und dann. Boom. Halbe Erde, Digga. Halbe Erde. Nee, warte mal. Ganze? Ganze Erde. Ganze Erde mit einem Schuss. Oh mein Gott. Okay, ein was mache ich noch. Und zwar machen wir mehrere von den Dingern. Mein Spiel wird nochmal abstürzen, ey. Oh mein Gott. Das sind alles Handyspiele, also ihr könnt es euch auch auf dem Handy draufladen. Aber ich habe halt nur so eine App, dass ich das halt dann mit OBS aufnehmen kann. Auf dem Laptop. Und? Oh mein Gott. Oha. Mein Spiel ist nicht abgestürzt. Ein Wunder. Oha. Genau, hier sieht man nämlich noch die anderen Erden und so. Und wenn ihr das sehen wollt und nicht zu vergessen, das hier,
Lasst ein Like und ein Abo da und ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr das noch sehen wollt oder ob ihr schon das neue Thema sehen wollt, weil ich will nämlich jetzt auch ein neues Spiel anfangen, aber nicht von BlueStacks, so heißt nämlich die App hier auf dem Laptop, wo man Handyspieler spielen kann, sondern ein komplettes Spiel. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr das sehen wollt oder halt nochmal das hier, der Rest. Genau, wenn ihr das uns sehen wollt und die restlichen Erde noch und was es sonst noch so alles gibt, dann lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein und ciao, bis zum nächsten Video.